Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, bei mir liegen gerade die Nerven blank. Irgendwie ist heute so ein Tag, den niemand braucht. Wir hatten fast anderthalb Stunden Stromausfall. Jetzt bin ich endlich wieder online. Ich hoffe inständig ohne Unterbrechungen, weil ich habe nicht mehr besonders viel Zeit, um aufzunehmen. Und ich möchte natürlich, dass ihr morgen die komplette Folge bekommen könnt. Wir haben in der letzten Folge ein kleines Dilemma gehabt. Erfüllt ein Ziel, warnt den Ratsherrn Vandazia oder warnt die Ratsherrin Valeria? Ich bin jetzt genau hier unten. Und zwar möchte ich die Ratsherrin Valeria warnen. Dazu müsste ich allerdings erstmal den Eingang zur Höhle finden. Ich denke mal, es wäre... okay, das ist nicht dieses... Boot. Das ist eine richtige Höhle, so wie es aussieht. Gezeitenhöhle entdeckt. Dann zeigt mir doch einfach mal, wo die ist. Hier ist sie. Da gehen wir rein. So, Basti. Komm mit. Wir müssen die Ratsherren warnen. Eieiei. Noch mehr schlechte Nachrichten kann ich heute echt nicht gebrauchen, Basti. Also beeil dich. Ja, bleib. Ja, genau. Bleib einfach hier in diesem komischen Matsch hängen, dass du nicht vorwärts und nicht rückwärts laufen kannst. Das war einfach. Naja, so einfach war das nicht, da rauszuspringen. Nicht ganz ehrlich. So, warum ist die Höhle hier so bewuchert? Und warum ist hier eine Ratsherrin drin? Ich meine, sind wir mal ehrlich. Die sollte sich hier nicht unter diesen komischen Sumpfratten da begeben. Die Söldnerin. Ein ja, klein wenig später und ihr hättet eine leere Höhle gefunden. Ja, trefft den bloß nicht. Okay, kein Thema. Die Söldnerin. Ich bin keine Söldnerin. Euer Zeitgefühl ist wirklich unfehlbar. Wir haben bereits meine Aufzeichnungen eingesammelt und wollten gerade aufbrechen. Doch welche Nachrichten gibt es von den anderen Ratsmitgliedern? Hat eure Warnung sie rechtzeitig erreicht? Die Ratsmitglieder Sophus und Arbor wurden ermordet. Genau wie Jirich. Wir müssen zum Kastell Leavin. Alle drei? Das sind entmutigende Nachrichten. Nun, ich werde meine Aufzeichnungen nach Leavin bringen. Vielleicht kann ich zusammen mit Ratsherr Lovidicus die vergangenen Ereignisse ergründen, die uns nun zu schaffen machen. Was für Aufzeichnungen habt ihr hier unten verwahrt? Oh, nur was sich in einem Leben als Staatsdienerin und Bürokratin so ansammelt. Vor allem Finanzaufzeichnungen, aber auch Protokolle, Hauptbücher und derlei Dinge. Ich war für den Staatshaushalt und die Finanzen sowie für die Erhebung von Steuern und für öffentliche Aufträge zuständig. Und ich habe alles makellos verzeichnet. Wir haben Jirichs Akten dort gefunden, wo ihr sagtet. Lovidicus hat nach jemandem geschickt, der sie entschlüsseln soll. Das freut mich zu hören. Kaiser Leovic hat gern Dinge in verschlüsselten Dokumenten verborgen. Doch was ist mit Ratsherr Vandazia? Wissen wir, ob er in Gideon noch sicher ist? Ich werde Ratsherr Vandazia als nächstes warnen. Perfekt. Erinnert ihn daran, dass er zu alt ist, um den Helden zu spielen. Ich will ihn lieber früher als später im Kastell Leavin sehen. Diese Brigadisten werden dafür sorgen, dass ich die Stadt sicher erreiche. Ich und meine Aufzeichnungen. Mögen die Götter euch behüten, Söldnerin. Heldin bitte, ja, nicht Söldnerin. Okay, dann hatte ich das doch noch anders in Erinnerung, als es tatsächlich war. Weil, ich will nicht zu viel verraten, aber so etwas hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Was ist das denn hier? Okay, ich kann es nicht so ganz verstehen gerade, aber es scheint irgendwie so ein neumodisches bzw. altmodisches Spiel von Dame oder so zu sein. Ich habe keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, und das Gute an der ganzen Sache ist, dass wir anscheinend zumindest noch die Möglichkeit bekommen, den Ratsherrn auch zu warnen. Das fände ich natürlich perfekt, wenn ich zwei Leute, ja, in Anführungszeichen retten dürfte. Komme ich jetzt hier überhaupt nochmal den Berg runter, ohne dass ich fliege? So, genau. Es klang für mich wirklich so nach dem Motto, entscheidet euch, wählt entweder den einen oder den anderen, ne? Also es war ein bisschen komisch geschrieben.
Ja, natürlich habe ich jetzt keinen direkten Weg ins Schloss. Ich reise mal zum Wegschrein, wird dann hier so einmal rüberreisen und dann sehen wir uns gleich in Gideon wieder. Bis gleich. So, an der Stadt sind wir mittlerweile angekommen. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Bevor ich da jetzt reingehe, werde ich mal eben den Wegschrein hier freilegen. So. Und dann mal gucken. Ich wurde auf den Straßen unserer schönen Stadt angegriffen, Keshu. Ich verlange, dass ihr euch um den Verbrecher kümmert. Eure Wachen haben ihre Arbeit getan, Razia Vandasia. Der Gefangene ist in Gewahrsam. Und was soll das nun? Noch mehr Assassinen? Erklärt euch! Auf der Stelle! Hallo? Ja, ich bin eine Assassine, aber das heißt doch nichts Schlimmes. Hallo? Ein Anschlag auf mein Leben reicht für heute. Wenn ihr noch einer dieser Bastarde von der dunklen Bruderschaft seid, versichere ich euch, dass weder ich noch Gouverneurin Keshu ein leichtes Ziel sind. Ich bin keine Assassine. Hallo? Es ist glatt gelogen. Ratsherr Luvidicus hat mich geschickt, um euch zu warnen. Er will, dass ihr nach Leavin geht. Um mich zu warnen? Wie immer agiert Luvidicus zu zögerlich und zu spät. Ich habe den Brief bekommen. Genau wie alle anderen Ratsmitglieder. Meine Leibwache nahm die Bedrohung ernst. Und wir konnten den Assassinen auf frischer Tat ertappen und festsetzen. Doch was ist mit meinem werten Kollegen? Sind sie in Sicherheit? Die Ratsmitglieder Jirich, Sophus und Arbor wurden ermordet. Sie sind alle tot. Tot? Alle drei? Das ist unvorstellbar. Das Schreiben von Pharo Lupus deutete zwar an, dass die Langhauskaiser ein Geheimnis hinterlassen hatten, das sich als Bedrohung erweisen könnte. Doch ich dachte, er würde einfach nur melodramatisch übertreiben. Hat Luvidicus herausgefunden, worum es hier genau geht? Bei dem Geheimnis geht es um die vier Ambitionen von Merunes Dagon. Wir untersuchen alte Aufzeichnungen, um mehr darüber zu erfahren. Die vier Ambitionen? Nie von denen gehört. Wie kann etwas, worüber ich nichts weiß, mich zu einem Ziel für die dunkle Bruderschaft machen? Das muss ein Missverständnis sein. Ihr müsst den Gefangenen befragen. Bringt ihn dazu, alles zu gestehen und die Wahrheit hinter dieser elenden Angelegenheit zu enthüllen. Ich werde den Gefangenen befragen. Wo haltet ihr ihn fest? Gouverneurin Keshu hat den Gefangenen in einer Zelle im Keller des Gerichtsgebäudes eingeschlossen. Befragt den Assassinen und findet heraus, warum die dunkle Bruderschaft versucht, jeden auszumerzen, der Teil des kaiserlichen Ältestenrates war. Ich werde anschließend nach Leavin reisen. Ihr habt wirklich keine Ahnung, worauf sich das Geheimnis der Langhauskaiser bezieht? Ich wünschte, es gäbe etwas, was ich euch dazu sagen könnte. Das Schreiben, das ich bekam, deutete an, dass die Ursache von all dem irgendeine uralte Ratsangelegenheit ist. Ich bin mir nicht sicher, warum die dunkle Bruderschaft an derart niederen Dingen interessiert ist. Ich bin vollkommen verblüfft. Bei eurer Arbeit mit dem Ältestenrat habt ihr nie irgendwas über die Ambitionen gehört? Wie ich schon sagte, ich habe diesen Begriff noch nie gehört. Die Langhauskaiser waren allerdings regelrecht verliebt in Geheimnisse und Kennwörter. Vielleicht bin ich auf diese Sache gestoßen, nur unter einem anderen Namen. Falls ihr meint, dass das wichtig sein könnte, fragt doch den Assassinen danach, wenn er ihn verhört. Ich weiß nicht so richtig, ob ich dem glauben soll. Wie lange habt ihr im kaiserlichen Ältestenrat gedient? Ich bin mir zwar nicht sicher, wie relevant meine uralte Vorgeschichte ist, doch ich wurde noch von Kaiser Dokorach selbst in den Ältestenrat berufen. Ich half während des Großteils der Herrschaft der Langhauskaiser bei der Leitung des Kaiserreichs. In all dieser Zeit habt ihr nie irgendetwas über die Ambitionen gehört? Ja, wie oft will ich das jetzt noch fragen? Traurigerweise führte meine Rolle bei der Leitung des Reichs oft dazu, dass ich mit den Kaisern uneins war. Ich wurde nur selten in ihre Geheimnisse eingeweiht. Ich befürchte, ich kann nicht das geringste Licht in dieses besondere Dunkel bringen. Ihr erwähntet Gouverneurin Keshu. Keshu die Schwarzflosse. Kriegsheldin, vorwärtsdenkende Argonierin und Gouverneurin unserer schönen Gideons. Ich diene ihr als Berater und Bürokrat.
mehr nicht. Meine Wurzeln in Gideon reichen tief und daher versuche ich, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich die Räder der Regierungsmaschinerie reibungslos weiterdrehen. Wie habt ihr es geschafft, den Angriff zu überleben und euren Assassinen auch noch festzusetzen? Meine persönliche Leibwache ist sehr passioniert und gut ausgebildet. Ganz zu schweigen davon, dass sie vom Glück geküsst ist. Ich näherte mich gerade dem Gerichtsgebäude, als der Assassine aus dem Schatten hervorsprang. Meine Wachen reagierten umgehend und überwältigten den Bösewicht. Wir brachten ihn hierher und Kesho sperrte ihn weg. Also das lässt mich noch mehr darauf... Muss ich jetzt raus oder ist das hier drin? Das lässt mich noch mehr vermuten... Ah, hier. Dass das nicht der Assassine ist. Was ist das denn hier? Die Zellentür ist offen. Was ist hier geschehen? Er hat etwas aufs Schloss gegossen, angegriffen und ist geflohen. Eine Art von Säure hat sich glatt durch das Schloss gefressen. Seht, da auf dem Boden ist mehr davon. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Aber es ist halt komisch. Ich sag mal, die Assassinen gehen ja nicht einfach so auf einen er los. Die warten dort lang, auf die alten Ruinen zu. Was verredet ihr mit mir? Er hätte mich fast umgestoßen. Wie unhöflich. Oh ja, unhöflich. Sowas geht gar nicht, ne? Ist ein tödlicher Assassine, aber... Also angeblich. Aber er hat dich fast umgestoßen. Er hat den Legionär angegriffen und ist dann in die Ruinen der alten Stadt gerannt. Okay, gucken wir mal nach. Aber es ist zumindest schön und irgendwie seltsam zu wissen, dass die alle genau wissen, dass ich den verfolge. In die Ruinen, ja. Och, nee, keine Frösche. Ich hasse Frösche. Also hier in dem Spiel, nicht in der Realität. Untersucht das Bücherregal. Ah, natürlich muss ich jetzt die Frösche bekämpfen. Basti, du schaffst das schon. Jetzt. Assassine, stell dich, zeig dich. Warum will ich Basti jetzt die ganze Zeit mit dem Schwert kämpfen? Elam. Oh. Die Ruinen in der Blutstromhöhle werden von den Einheimischen seit langer Zeit als Beingrube genutzt. Allerdings ist die Freistadt selbst nach wie vor unberührt. Oh, ich habe den Namen schon gelesen. Das war nicht gut. Die Höhle hat ihren Ruf als Ort beispielloser Gefahren behalten. Damit ist uns gut gedient. Es mag aufwendig werden, sich durch die Höhle selbst zu kämpfen, aber die Tür befindet sich weit hinten innerhalb der Ruinen. Aber seid gewarnt, das wird ein langer Weg. Wenn wir diese Freistadt neu eröffnen möchten, müsst ihr sie zuerst reinigen. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Und vergesst nicht, Tod, mein Bruder, das ist der Schlüssel. Matrone Astara. Ihr seid hartnäckig, das gestehe ich euch zu. In Ordnung, lasst uns plaudern. Ja, Ilam, dich kennen wir. Worum geht's hier? Wohl an denn, Schwester. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr in der Gegend seid, hätte ich vorgeschlagen, dass wir uns im Ei und Hammer treffen. Der Koch bereitet einen herausragenden Schlammhüpfer-Eintopf zu. Ich schätze, ihr jagt mich wegen des Vorfalls im Gerichtsgebäude, hm? In dem Brief geht es um die Einrichtung einer Freistadt der Dunklen Bruderschaft in der Blutstromhöhle. Na, ihr könnt ja richtig schnell lesen. Passt auf, wenn ihr wegen der Anschuldigung von Ratsherr Vandasia hier seid... müsst ihr wissen, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Ihr solltet euch aus eurer Zeit mit der Bruderschaft daran erinnern, dass unsere Ziele am Ende tot sind, wenn wir uns daran machen, jemanden zu töten. Das ist das, was ich meinte, weil die schlagen ja aus dem Schatten zu und die verfehlen ihr Ziel nicht. Sage ich jetzt mal. Ne? Kann natürlich theoretisch immer passieren. Wir haben Beweise gefunden, neben zahlreichen Mordopfern, Mitglieder des Ältestenrats, die getötet wurden. Beweise? Ich sagte dem Sprecher doch, dass uns diese Visitenkarten noch Ärger einhandeln würden.
Es ist ja nicht so, als dass wir sie unterschreiben würden oder so. Jeder kann seine Handfläche in schwarze Tinte tauchen und einen Abdruck hinterlassen. Passt auf, es gab keine Kontrakte. Ich bin wegen einer anderen Angelegenheit hier. Wer sollte denn der dunklen Bruderschaft die Schuld für diese Morde zuschieben wollen? Gute Frage. Lasst es mich wissen, falls ihr eine Antwort darauf findet. Ich will mich unbedingt einmal mit diesen Leuten unterhalten. Nun, es war reizend, euch wiederzusehen, aber ich muss mich wirklich an meine wagemutige Flucht machen. Ich melde mich bei euch, falls ihr etwas in Erfahrung bringt. In Ordnung. Ich werde versuchen, herauszufinden, wer dafür gesorgt hat, dass diese Morde wie das Werk der dunklen Bruderschaft aussehen. Wenn ihr zu neuen Schlüssen gelangt, lasst es mich wissen. Und tschüss. Rennt einfach weg. Na gut. Also wir waren uns ja schon sicher eigentlich, dass die dunkle Bruderschaft nicht dahinter steckt. Deswegen war das jetzt keine Überraschung. Basti, nimm du mal den Skewer bitte. So, wie komme ich da jetzt wieder rein? Das ist immer so eine Sache, wenn man dann außen rauskommt, erstmal wieder den Eingang finden. So, das heißt, wir müssen erstmal wieder ins Gerichtsgebäude. Tja, er weiß ja noch nichts davon, dass wir keine Assassinen unter Verdacht stehen haben. Da ist er. Dann ist die Söldnerin aus Leavin also zurückgekehrt. Sagt mir, konntet ihr den Assassinen gefangen nehmen? Oder vielleicht habt ihr ihn im Kampf getötet, als ihr ihn eingeholt hattet? Ich bin gespannt auf die Neuigkeiten. Ich war nicht in der Lage, den Assassinen der dunklen Bruderschaft festzusetzen, aber ich habe diesen Brief geborgen. Gestattet mir, das Dokument kurz zu überfliegen, wenn ihr so freundlich wärt. Ein unwiderlegbarer Beweis, dass die dunkle Bruderschaft in Dunkelforst ist. Wir müssen diese Freistatt finden und sie vernichten. Die ist ja auch blöd, ne, dass die ihm dann auch noch den Brief zeigt. Der Assassine der dunklen Bruderschaft hat abgestritten, dass seine Organisation irgendwie beteiligt ist. Er meint, er hätte euch nie angegriffen. Was habt ihr erwartet? Solche Lügen fallen von seinen Lippen wie der Regen vom Himmel an einem stürmischen Tag. Verbrecher räumen ihre Schuld nie freimütig ein. Der Beweis ist genau hier in diesem Brief. Trefft mich in Leavin und wir teilen Luvidicus diese Informationen mit. Wo ist Gouverneurin Keshu? Solltet ihr nicht mehr Wachen haben? Was? Oh, meine Leibwache ist in der Nähe. Und diese Legionäre reichen aus. Ihr könnt unbesorgt sein. Was Keshu anbelangt, sie hat etwas, worum sie sich kümmern muss. Für Gideon. Ich sah keinen Grund, sie von ihren üblichen Pflichten abzulenken. Nun auf nach Leavin. Also ich weiß nicht. Der Typ kam mir ja am Anfang schon nicht so ganz koscher vor. Aber jetzt ist es tatsächlich so... Der will unbedingt die dunkle Bruderschaft mit da reinziehen, ne? Also das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Gehen wir mal nach Leavin. So, das ist die große Frage. Wo müssen wir jetzt genau hin? Moment, geradeaus. Das Wasser. Halt, stopp. Da wollen wir nicht hin. Aber da wollen wir hin. Und zwar durch die Tür. Und ins Kastell. Die dunkle Bruderschaft. Sie muss aus Dunkelforst vertrieben werden. Ich weiß immer noch nicht, warum sie es auf uns abgesehen haben sollten, Vandasia. Schaltet erst die Bedrohung aus. Danach finden wir die Antworten. Das war jetzt aber schnell hier. Alle verbliebenen Ratsmitglieder in Dunkelforst sind hier im Kastell versammelt. Valeria, Vandasia und ich selbst. Während wir auf die Ankunft des Schreibers warten, nachdem ich geschickt habe, könnt ihr mir bitte erzählen, was ihr in Gideon entdeckt habt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Vandasias Einschätzung teile. Ich habe einen Brief gefunden. In ihm ging es um die Wiedereinrichtung einer Freistadt der dunklen Bruderschaft in den Blutstromhöhlen. Ja,
Ich erinnere mich an Berichte über die Präsenz der Bruderschaft zu Beginn von Murikas Herrschaft. Doch sie wurde vertrieben. Die Assassinen müssen diese Zeit für die perfekte Gelegenheit halten, ihre Basis zurückzuerobern. Doch was hat das mit Leoviks Geheimnis und den Ambitionen zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Und warum ermordet sie die Ratsmitglieder? Hallo, wir haben doch schon gesagt, dass wir nicht daran glauben. Vandassia, Valeria und ich haben genau darüber gerade gesprochen. Wir glauben, Leovic ließ jedes der Ratsmitglieder unwissentlich an einem unterschiedlichen Aspekt des Vorhabens mit den Ambitionen arbeiten. Jeder von ihnen hatte Zugriff auf ein Steinchen des Mosaiks, doch nur Leovic allein hatte den vollständigen Überblick. Dann hat sich also jemand der dunklen Bruderschaft bedient, um die Ratsmitglieder zu ermorden und so das Geheimnis zu bewahren? Das ist unsere vorherrschende Theorie. Falls die Ratsmitglieder je zusammenkämen, um ihre Erkenntnisse untereinander abzugleichen, würde die Wahrheit hinter den Ambitionen enthüllt werden. Damit das nicht geschieht, wurde die dunkle Bruderschaft entsandt, um meine Kollegen zu töten. Der Agent der dunklen Bruderschaft behauptete, er und seinesgleichen wären nicht für die Morde an den Ratsmitgliedern verantwortlich. Tatsächlich. Sehr kurios. Trotzdem zögere ich, das Wort eines geständigen Mörders als Wahrheit zu betrachten. Nicht, wenn gerade so viel auf dem Spiel steht. Ungeachtet dessen stellt schon die bloße Gegenwart der Bruderschaft eine Gefahr für ganz Dunkelforst dar. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Freistadt wieder aufgebaut wird. Vielleicht können die verschlüsselten Dokumente, die Evelie und ich geborgen haben, uns mehr verraten. Jirichs und Sophus Dokumente beinhalten Informationen, die in einem kaiserlichen Code geschrieben sind. Ich habe nach dem Schreiber Beragon verlangt, doch er ist noch nicht eingetroffen. Bis dahin sind die Ratsmitglieder hinter diesen Mauern sicher. Ihr habt euch bisher gut geschlagen und habt meinen Dank. Ja, und wir halten einmal passgenaue Hände vom Set Moorräuber. Was auch immer in Wahrheit hinter den Morden an den anderen Mitgliedern des Rates stecken mag, wir dürfen nicht zulassen, dass die dunkle Bruderschaft in Dunkelforst Fuß fassen kann. Bitte reist mit Evelie zur Blutstromhöhle, um die Lage dort einzuschätzen. Sprecht mit Evelie und schmiedet eure Pläne. Solltet ihr nicht die Brigadisten entsenden, damit sie sich um die dunkle Bruderschaft kümmern? Bis wir mehr wissen, bin ich nicht darauf vorbereitet, einen richtigen Krieg mit der dunklen Bruderschaft vom Zaun zu brechen. Nein, es ist besser, euch und Evelie zu entsenden, um die Lage zu untersuchen. Danach können wir entscheiden, ob eine entschlossenere Antwort angebracht ist. Und ich wette jetzt mit euch, sobald ich hier draufklicke und mich umdrehe, steht Evelie direkt hinter mir. Hey, Papa! Ich wusste hier es! Drüben. Ich hab es gewusst, das ist typisch Teso. Aber das ist natürlich auch gut so, weil so geht natürlich die Story dann dementsprechend auch wieder weiter. Aber damit wir jetzt hier nichts triggern und nicht direkt in den nächsten Teil der Story reinkommen, mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Meine Hände hören nicht auf zu zittern. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.